Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play 9 Monkeys of Shaolin. Und er leuchtet immer noch. Als ob er sagen würde, er hätte noch was für uns. Aber er hat nichts. Egal. Ich würde sagen, los geht's, oder? Nehmen wir erstmal im Inland. Was schade ist, man klickt auf die Mission und ist direkt da. I've heard that their gang has shrunk in number lately and that they often hire Ronins, former samurais. So be careful. Thanks for the valuable advice, but how about you help me? I need to guard the ship. From who? There's only one exit and I'm passing through it. Keep walking then. Don't waste any time. Sei nicht so unhöflich zu mir. Ich habe nett angeklopft und werde so begrüßt. Unhöfliches Pack. Mann. Hey, Karamba, was ist denn hier los? Bam! Herrlich! Das Ding hat die ganze Zeit auf uns geballert. Krank, oder? Ein Paradies für uns. So viele Kisten und so viel Inhalt und so wenig Zeit, sie einzunehmen. Das sieht so episch aus, wenn man nach vorne schnellt und dem knallt die Waffe gegen den Schädel. Herrlich. Oh. Weißer Tee verringert den zugefügten Schaden. Für Endbosse. Oh.
Hey, habt das jetzt. That's one less gang in the world. Oh, ich wollte noch die Kisten. Wow, 2, 4, 6, 8, 9 Erfahrungspunkte. Im Ernst? Okay. Bodentreffer. Rammt den Gegner in den Boden. Gibt's da noch mehr? Ach, lol. Oh. Okay. Dann gehen wir weiter zur akrobatischen Haltung oder zur magischen Haltung. Wir nehmen die akrobatische und nehmen den Sturm. Fügt nämlich 100 Schaden zu, wenn der Gegner in der Luft ist. Finde ich sehr gut. Und warum leuchtet's hier? Ganz komisch. Weil letztendlich verstehe ich das nicht. Also warum es da jetzt leuchtet. Das meine ich. Ah, wir haben gar nicht geguckt, was es jetzt Neues gibt, ne? Don't look like simple pirates. Weg mit dir. Geh jemand anderen auf die Nerven. Optimal, optimal ist das schön mit denen hier. Herrlich. Hier gibt es auch nichts. Nicht, dass wir eine Figur verpassen. Oh. Oh. Wir sind ein bisschen vergiftet. Ich kann nicht angreifen. Was ist jetzt los? Ich kann nicht angreifen. Irgendwas ist vorgefallen. Oh nein. Wieso kann ich nichts mehr machen? Ah. Okay. Anscheinend habe ich aus Versehen die Grafik, die Dingens umgestellt. Die Steuerung. Das ist suboptimal gewesen, weil dadurch habe ich viel verloren. Ah. Fündig geworden. Sehr gut. Informant didn't wait for us and escaped to the back entrance. There's no time. Xuan Pai will find me himself. Sehe ich genauso. Rein da und gib ihm. Und auf die Hoffnung finden wir ein bisschen grünen Tee. Naja, weißer Tee ist jetzt nicht der Hit.
Das Ganze sah ja schon mal nicht schlecht aus, ne? Es gibt übrigens, was man nicht unterschätzen darf, Friendly Fire beim Gegner. Das heißt, die Gegner verletzen sich auch selbst. Achso, geht nicht kaputt, schade. Oh, guten Tag. Jo, ich halte mal die Tür fest und wenn einer kommt, dann lasse ich ihn nicht rein. This is the informant, if I understand correctly. Bam. Did he manage to say anything? Yes. Very funny. I found Wong Taishin's seal in the tea house, so I assumed that he was kidnapped by these samurai. We'll deal with this later, but now we should return to the ship, as I can already hear the guards shouting. The informant is dead. And Wong Taishin has been kidnapped. We can consider the operation a failure for now. Don't give up yet. I know a man here named Kage Mosha, who is a veteran bandit and has spies on every street corner. He must know something. He landed in jail recently and won't be easy to reach. However, I've never yet met a jailer who'd say no to a bottle of fine plum wine. I'm barred from going in there, and no amount of wine will change that. You will have to meet with Kage Mosha instead. He's generally not very talkative, so tell him Redbeard said hello. He will understand. What about the warriors who attacked us? They clearly weren't Wuku. A cross inside a circle is the symbol of the Japanese Shimazu clan. The Ryukyu merchants have collaborated with them for a long time, and may be using their soldiers for protection. As if the Wuku weren't enough. Now we have Samurai as well. Ja, jetzt haben wir Samurai auch noch, Samurais auch noch als Gegner. Was haben wir Neues? Verteidigung plus 20, zusätzlich wird der Schaden um 20% reduziert. Nehmen wir. Obwohl die passive Energierückgewinnung ist doch stärker. Bin ich fester Überzeugung. So, machen wir. Verursacht 25% mehr Schaden bei voller Gesundheit. Und Gegner sind in der Luft für 5 Sekunden ausgeschaltet. Das ist episch. Dann investieren wir da noch ein bisschen rein. Und weiter geht's. Nehmen wir als erstes das da oben. There's a riot in the prison and the guards won't bother figuring out who's who. At least Liu Haibo will be happy that his wine is safe. Ganz genau. Ah, lol, dahinter versteckt die Figur. Mann, müssen wir uns hier immer durchboxen.
So, Schlüssel haben wir. Aha. Können wir jetzt durchgehen? Ja, ne? Das ist schön. Schön durch die Gefängnisse hier. Huch. Bam. Das war geil. Auch cool, dass er hier draußen liegt. Ich glaube, die Samurais haben auch ein kleines Problem hier. Wieder der falsche Knopf. Oh. You spin my head right round when you go down. Okay. Hallo zusammen. So. Ich mach da kurz einen Prozess. Ich handel auch nicht oder so, ne? Es gibt direkt voll auf die Fresse. Damit auch endlich Ruhe ist. Und auch diese musikalische Unterlegung die ganze Zeit. Ist einfach toll. Liu Haibo's friend should be here somewhere. What's with the yelling? I'm here! What do you know about the link okay. between the Wuku and the Ryukyu merchants? I know everything. What's not to know? There's no direct link since the merchants would never deal with the Wuku themselves. So they have a go-between. A Japanese man appeared here about half a year ago and offered the local wealthy people a deal. He promised to arrange a new Wuku invasion of the Middle Kingdom. Such that the Emperor himself would rush to reinstate the Siban. The Ryukyu merchants were to sponsor this deal and bribe your officials. And this intermediary's name was Fudo? That's right, Fudo. You really shouldn't be getting into this, monk. It's so messy that even I didn't want to get involved. I went to see this Fudo as part of a gang for hire, but the conditions on offer were too good. We were allowed to keep almost everything that we stole, but we had to attack particular temples and villages. I figured the whole thing stank of politics and did a runner. Better to steal than to get drawn into a war. You said that you went to see Fudo, so you know the location of his lair? I wouldn't call it a lair. He's got a huge mansion on the east side of town, with gardens and a pond. A real nice place. Give me your map. I'll show you where it is. Thank you so much. You've really helped us. Now I must hurry before the guards appear. Wait, wait, monk. Open the door to my cell. Liu Haibo didn't say anything about that. Here's the wine as a gift. That beard is a real jackass. I'm going to shave him when I get out of here. Auch sehr geil. Richtig geil. Oh, neue Waffe. Sehr gut. Zeig mir die neue Waffe. Ich will sie sehen.
Ah, verursacht Blutungen. Mal kurz gucken. Hier gibt es was Neues, oder? Wir haben doch welche jetzt gefunden. Mönche im Verborgenen. Okay. Hört sich interessant an. Bin mir nicht sicher, was es ist, aber okay. Nun haben wir verursacht 50% mehr Schaden. Und jeder Folgeschlag auf den Gegner verursacht 50% mehr Schaden. Das ist sehr gut. Weiter geht's. Bedeutet jetzt Mönche im Verborgenen. Mein Gott. Achso, da ist nichts drin. Lol. Nur ein bisschen Schaden für dich, wenn du sie kaputt machst. Schieß doch! Mein Gott! Unhöfliches Pack! Geht doch. Huch. Mann. Also die Jungs da oben gehen einen schon auf den Keks, muss ich zugeben. Huch! Huch! Wow! Aua! Holla, der macht richtig Damage, der Junge. Läuft bei ihm. Okay. Gucken wir mal, ob wir auch bei ihm richtig Damage machen können. Wenn er hier schon einen auf Großkotz macht. Ne? Wo ist er denn? Da kommen sie wieder alle. Ja.
Ja, wir können richtig Damage machen. Sehr gut. Huch. Herrlich. The ship's crew definitely won't be a hindrance to us anymore. Schade. Ich dachte, wir könnten da noch ein bisschen rumfighten. Aber es gibt wieder neue Anziehsachen. Oder auch nicht? Na doch, da. Neue Schuhe. Verteidigung plus 20. Hey, sehr gut. Sehr gut. Wieso sieht denn der so anders aus? So, jetzt nehmen wir den Typhoon als nächstes. Hat er kalt oder warum ist er so komisch angezogen? Hagemusha told me the location of Fudo's mansion. It's right here, in the east part of town. Excellent news. Wong Taishin must be there. You will go inside and free the official, and we'll stand outside the gates and hold back the samurai reinforcements. Try to. Werden wir. Aber wir werden das erst in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, macht's gut und Tschüssikowski, Leute.